Hi, in diesem Video geht es um drei grundlegende schamanische Fähigkeiten. Ich behaupte sogar die drei wichtigsten schamanischen Fähigkeiten. Viel Spaß beim Anschauen. Die Fähigkeit Nummer 1 ist, innerlich in eine Ruhe zu kommen bzw. in eine Leere zu kommen. Also zu lernen, sich selbst zu beobachten, Körper und Geist zu beruhigen. Und das geht am besten durch Meditation. Es gibt ganz viele verschiedene Meditationstechniken, je nachdem, wo man lernt oder was einem so liegt. Insgesamt geht es dabei darum, dass man eben in eine innere Ruhe und in eine Leere kommt und lernt, differenzieren zu können, was innere Phänomene sind und was äußere Phänomene sind. Im Bereich Schamanismus geht es vor allem um feinstoffliche Phänomene, sodass man genau unterscheiden kann, was ist jetzt zum Beispiel ein feinstoffliches Phänomen, zum Beispiel eine Botschaft von einem Krafttier, und was habe ich mir selber in meiner Fantasie zusammengereimt. Die zweite Fähigkeit ist die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu bündeln und gebündelt auf etwas Auserwähltes gerichtet zu halten. Je gebündelter die Aufmerksamkeit ist und je länger man die Aufmerksamkeit eben gebündelt auf etwas gerichtet halten kann, umso tiefer ist das Phänomen Trance, beziehungsweise man spricht auch von Ekstase. Und da gibt es im Schamanismus verschiedene Techniken, und das ist eine zweite grundlegende schamanische Fähigkeit. Bei der dritten grundlegenden schamanischen Fähigkeit geht es um die Außersinnlichkeit, das heißt um außersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit und außersinnliche Handlungsfähigkeit. Ein schamanisch Praktizierender, der muss außersinnlich wahrnehmen können, zum Beispiel ein Krafttier, ein Seelenteil, den er durch seine Trance gerichtet findet, oder ein Baumgeist oder andere Naturwesen, in denen er sich austauscht. Und es geht aber nicht nur darum, dass der schamanisch Praktizierende diese Wesen oder diese Phänomene, auch feinstoffliche Energien, wahrnehmen kann, sondern auch damit interagieren kann, dass er wahrnehmen kann oder hören kann, was ein Krafttier eben für eine Botschaft vermittelt, und aber auch mit dem zurückkommunizieren kann. Es geht also um die Wahrnehmung und die Kommunikation, die Arbeit und der Austausch mit feinstofflichen Wesen und deren Energien. Und auch hier gibt es natürlich viele verschiedene Techniken, je nachdem, was man gelernt hat und was einem so liegt und was man mag. Ja, damit bin ich schon am Ende meines Videos über die drei grundlegenden schamanischen Fähigkeiten. Meditation, Trance und außersinnliche Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit. Wenn dir das gefallen hat, dann klicke gerne auf Daumen nach oben. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere Videos gleich sehen zu können, wenn sie erscheinen. Da kommen noch viele weitere. Wenn du Fragen hast oder kommentieren möchtest, sehr gerne. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem nächsten Video. Dann bis dann. Ciao.